Also wenn man mit dem Detektor loszieht, ist in erster Linie der Vordergrund die Abenteuerlust. Das ist so ein Hochgefühl. Dann natürlich die Spannung hinter jedem Signal. Wenn dein Puls hochschnellt und du das einfach noch gar nicht fassen kannst, genau das ist der Moment. Der Moment, wenn du was Besonderes findest. Dein ganzer Körper wird durchflutet von Adrenalin. Ja, und dieses Einzigartige. Du bist der Erste, der das nach Tausenden von Jahren wieder in der Hand hält. Also das war ein wirklich unglaublicher Moment. Ich hatte Gänsehaut noch und nöcher. Das ist einfach unbeschreiblich, ne? Ja, seit fast 8 Jahren gehe ich jetzt auf Schatzsuche. Und wie hat das alles angefangen? Ich habe einen Ausgleich gesucht zum stressigen Alltag. Ich wollte draußen sein und ja, ich wollte irgendwie was Cooles machen, was erleben, was nicht jeder macht. Und ja, da habe ich mir damals meinen ersten Metalldetektor schenken lassen und war sofort hin und weg, denn das entpuppte sich als ein riesengroßes, geiles Abenteuer. Die Schatzsuche oder das Sondeln, wie andere dazu sagen, das ist für mich wie ein großes Überraschungsei, Spannung, Spiel und Schokolade. Nur, dass die Schokolade hier keine Schoki ist, sondern meist irgendwelche antiken Artefakte oder Münzen, manchmal auch ganze Schätze, und das macht es so besonders. Der Moment, wenn du einen Volltrefferfund landest, also was richtig Geiles findest, das ist ja unbeschreiblich. Dein Körper wird geflutet mit Adrenalin, Entdecker-Feeling pur, Abenteuer-Feeling pur und ja, bei mir immer Ausrasten, Freude. Also das ist echt was Einzigartiges. Aber natürlich ist es nicht nur das, man will nicht nur was Geiles finden. Das Hobby besteht aus mehreren Facetten, natürlich auch dem Draußensein, die Natur erleben, sich bewegen, an der frischen Luft sein, ein Auge zu bekommen für die Tierwelt, für die Umwelt. Und natürlich recherchiert man auch im Nachhinein, was hat man da gefunden, also auch die historische Aufbereitung von den Funden. Und wenn es am Ende des Tages dann mal irgendein Fund ins Museum schafft, ist natürlich besonders schön. Also ein rundum tolles Gesamtpaket. Ja, ich heiße Monika, komme aus dem wunderschönen Bayern, bin 41 Jahre alt und suche jetzt seit 5,5 Jahren. Und für mich ist dieses Hobby einfach nicht mehr wegzudenken. Also zur Schatzsuche gekommen bin ich durch einen guten Bekannten, dessen Bruder damals vor knapp 20 Jahren schon gelaufen ist. Ich habe mir das ein bisschen angeschaut, was er so gefunden hat und was er so macht, und war eigentlich sofort gefesselt. Es waren die damaligen Umstände und dann natürlich die Kinder, dass ich mir nicht gleich eine Sonde zulegen konnte und somit erst vor 5,5 Jahren damit anfangen konnte zu suchen. Ja, genau. Die besonderen Aspekte dieses Hobbys sind für mich zum einen die Ruhe in der Natur. Ich bin sehr gerne in der Natur unterwegs. Dann natürlich die Spannung hinter jedem Signal. Die Liebe zur Geschichte. Wer hat sich vor meiner Haustüre so bewegt? Was war da los? Und mittlerweile natürlich auch einer der wichtigsten Punkte für mich sind die unglaublich vielen netten Menschen, die ich durch dieses Hobby kennenlernen durfte. Genau. Die Faszination ist für mich einfach, etwas zu finden, was vielleicht vor Hunderten oder Tausenden Jahren verloren ging. Du der Erste bist, der es wieder in Händen hält, und wenn dein Puls hochschnellt und du das einfach noch gar nicht fassen kannst, genau das ist der Moment. Ich heiße Markus Brüche, komme aus Köln, bin jetzt 53 Jahre alt, mache das Hobby seit 45 Jahren. Und wenn ich das mal hochrechne, was das an Stunden ungefähr ist, sind es ca. 50.000 Stunden, die ich schon mit der Suche verbracht habe. In dem Park, wo ich groß geworden bin, da durfte ich das erste Mal sehen, wie zwei ältere Personen nach den Münzen der Leute, die auf den Liegenwiesen lagen, gesucht haben. Und das war für mich der Anreiz, dieses Hobby auch zu machen. Jeder Junge, der wollte entweder Cowboy, Indianer, Pirat oder Ritter sein. So muss man sich das vorstellen. Man möchte eben das finden, was man auch im Fernsehen sieht, wie die Piratenschätze oder Stevens Schatzinsel. Also so ist man dann in die Zeit versetzt. Also so kann man sich die Abenteuerlust vorstellen. Für mich ist das Hobby der Ausgleich zum täglichen Leben und vor allem die Abenteuerlust, die man am Wochenende mit Freunden verbringen kann. Und natürlich der gewisse Reiz,
tolle Funde zu machen, also einen Schatz zu finden. Also man kann von der Neuzeit, also das heißt von unserer Währung bis hin zur antiken Währung, das heißt römisch-keltische Münzen, alles auf den Feldern oder auf Wiesen oder in Wäldern finden. Wenn man das nötige Wissen, Hintergrundwissen hat, wo die Menschen gelebt haben, gesiedelt haben. Und wenn man da sich ein bisschen auskennt, weiß, wo man die Informationen herkriegt, hat man eine gute Chance, auch solche Sachen zu finden. Wenn einer das Hobby wirklich ausüben möchte, dann braucht er erstmal vernünftige Literatur. Er muss wissen, wie die Gesetzeslage ist und er sollte sich bei einem Fachhändler beraten lassen. Damit kommt er dann schon weiter. Ja, hallo, mein Name ist Florian. Ich bin Sondengänger. Viele kennen mich vielleicht von meinem YouTube-Kanal Sondel die Waldfee, den ich mittlerweile seit 2013 betreibe. So lange gehe ich auch schon mit der Sonde los. Ja, für mich die Faszination beim Sondengehen ist auf jeden Fall, auch wenn man viel Müll findet, wenn man dann wirklich die richtig schöne Silbermünze findet oder die tolle Fibel, das ist einfach wirklich ein tolles Gefühl. Man weiß halt nie vorher, was man dort ausgräbt. Und für mich ist es auch ein Ausgleich zum Beruf. Man ist in der Natur, man hat diese Weite der Felder, man sieht Tiere, sag ich jetzt mal, und man nimmt es ganz anders wahr. Einfach nach den Jahren, wo man vielleicht nicht so viel in der Natur auch unterwegs war, nimmt man die Natur einfach auch wieder anders wahr. Man kriegt die Seele frei, man baut Stress ab. Das ist wirklich toll. Ja, jeder träumt ja mal davon, einen Schatz zu finden beim Sondengehen. Mir ist es tatsächlich passiert. Ich wurde seinerzeit von einem meiner Archäologen losgeschickt, bin dann mit dem Detektor dahin gegangen und habe den ein bisschen geschwenkt und habe dann schon was Goldenes recht oberflächlich nach dem ersten Signal schimmern sehen. Und da dachte ich, das kann nicht wahr sein. Und ja, es ging dann so weiter. Ich hab dann weitergeguckt und es kam eine Goldmütze nach der anderen oberflächlich, wo ich mir dann gesagt habe, so, oh stopp, ich muss jetzt hier aufhören. Das muss jetzt wirklich hier professionell gegraben werden. Also das war wirklich unglaublich. Moment, ich hatte Gänsehaut noch und Löcher. Das ist einfach unbeschreiblich. Das ist ein Moment, den hat man wahrscheinlich nur einmal im Leben.